Hallo meine Lieben, ich habe heute endlich verspätet, aber heute gibt es endlich mein Currently Reading für den Februar 2020. Ich habe diesmal vier Bücher angefangen. Ich habe vier Bücher angefangen, beziehungsweise drei Bücher und das eine lese ich ja noch vom letzten Monat. Und zwar habe ich einmal angefangen von der lieben Lisa Marin. Linuna und ich bin bis auf Seite 65 gekommen und das Buch hat 350 Seiten und das versuche ich auf jeden Fall die Woche noch auszulesen und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich bin bis Kapitel 6 gekommen und ich muss sagen, es liest sich sehr locker und leicht. Und ja, ich bin jetzt halt gespannt, was mit der, wie hieß sie noch? Ah, wie hieß sie denn jetzt nochmal? Lucy, genau. Ich bin gespannt, was jetzt noch mit Lucy. Wie das jetzt Ganze noch weitergeht, weil sie hatte jetzt Geburtstag, soweit bin ich halt gekommen. Und ich habe halt so ein bisschen was aus ihrem Leben sozusagen mitbekommen. Also ja, wir kommen halt in die Geschichte rein. Und der Prolog ist sozusagen aus einer anderen Welt, aus einer anderen Perspektive. Und dann im ersten Kapitel lernen wir Lucy kennen, unsere Hauptprotagonistin, und wir erfahren halt so, wie sie halt so in der Schule ist, was sie halt in der Schule so alles durchmacht und so das Ganze, auch dieses Familiäre, alles drum und dran. Und ja. Und irgendwann trifft sie halt auf, wie hieß er, Zane. Und genau, irgendwann trifft sie halt auf Zane. Und was das Ganze halt dann noch, wie es weitergeht und was das noch alles so passiert. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und ja, es ist der Auftakt einer neuen Reihe. Und ja, so habe ich mal wieder eine Reihe angefangen. Und ich habe auch endlich angefangen, die Party Queen von Manhattan zu lesen. Hier bin ich auch bis Seite 73 gekommen. Und das Buch hat, ja, das ist etwas länger. Es hat 477 Seiten, also ja. Und hier will ich auch auf jeden Fall ein bisschen vorankommen. Wenn ich es diese Woche nicht ganz so schaffen sollte, will ich auf jeden Fall dann nächste Woche, sage ich jetzt mal so, die letzten 100 Seiten oder so lesen. Oder 50 Seiten wäre natürlich idealer. Aber ich gucke halt, wie es halt zeitlich passt und wie ich halt dazu komme. Ich habe auch endlich weitergelesen bei Eragon, den vierten Band. Ich bin inzwischen auf Seite 466 und das Buch hatte 900 irgendwas Seiten. 947 Seiten. 947 Seiten. Hier weiß ich auch nicht, ob ich es diesen Monat schaffe, weil es liegen auch noch ein paar auf meiner Leseliste und ja. Und ich gucke einfach mal, wie weit ich komme. Und aber ich habe es auf jeden Fall angefangen und bin auch schon, ja, so gut wie bei der Hälfte, kann man sagen. Und von daher wird es auch dieses Jahr auf jeden Fall beendet werden. Und hier müsste ich ganz kurz noch was gucken. Genau, hier war ich nämlich, habe ich auch weitergelesen gehabt. Und zwar habe ich den fünften Band der Mondschwestern angefangen gehabt von Lucinda Riley. Hier geht es ja um Tiki. Tiki, genau. Und ja, hier ist es genau das gleiche wie mit ihren anderen Schwestern. Sie weiß natürlich, dass sie adoptiert worden ist. Und ja, und sie hat natürlich auch so einen Brief von ihrem Vater bekommen, als der gestorben ist. Und hat dann halt solche Hinweise zu ihrer Adoption, beziehungsweise halt die Standorte, wo er sie gefunden hat und ja. Und ob sie halt, beziehungsweise wo dann ihre Wurzeln liegen, soweit bin ich noch nicht. Ich bin bis jetzt auf Seite 71, also ich habe halt überall immer nur so
kurz reingelesen. Deswegen wäre es natürlich auch ratsam, auch endlich mal eins, sage ich jetzt mal, weiter fortzuführen. Da dieses Buch hat, ja, das ist wieder Elektra. Also das Buch hat 655 Seiten. Ich weiß aber nicht, ob ich den Vorspann sozusagen auf Elektra lese. Das weiß ich jetzt noch nicht. Und ja. Aber hinten steht drauf, dass es nach Spanien geht. Also Tiki reist auf jeden Fall irgendwann nach Spanien zu ihren Wurzeln. Und da bin ich halt sehr gespannt. Weil sie ist eher so, ja, sie liebt Tiere und sie pflegt Tiere, sie kümmert sich um Tiere und ja, sie will gerade diese Wildkatzen in England, in so einem Waldgebiet will sie die ansiedeln und auf so ein Herrengut, sage ich jetzt mal. Und ja, mehr bin ich bis jetzt noch nicht. Und da hat sie halt diesen Mann kennengelernt, der ihr das Ganze ermöglicht. Und ja, also ich freue mich auf jeden Fall schon sehr. Im Sonnenschwestern geht es ja um Elektra. Den habe ich jetzt noch nicht da, aber das ist der fünfte Band. Der sechste Band ist ja auf meiner 20 für 2020 und deswegen habe ich mir gedacht, lese ich jetzt schon mal den fünften, dann kann ich nämlich gleich den sechsten hinterherlesen. Irgendwann dieses Jahr noch, aber ja. Das sind meine vier angefangenen Bücher. Und ich gucke einfach mal, wie weit ich diese Woche komme, weil nächste Woche steht ja auch eine Leserunde an. Und deswegen ja, ich versuche halt so viel wie möglich diese Woche zu beenden, dass ich halt nicht so viel die nächste Woche nehme. Und dann mal gucken. Okay, meine Lieben, ich würde sagen, das war's von mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal.